previously during the investigation. Okay then, Zach. Let's pay Harry another visit and get to the bottom of all this. And that one. And that one too. All red seats. Welcome, York. The killings 50 years ago. There is something about it that you won't find written in those files. The people were attacking and killing each other, rampaging as though insane. Quite a story. York, I told you. It's nothing more than local folklore. What does that all mean? It's called the Legend of the New Raincoat Killer. York, we found Thomas. Zach, okay. So it's not bonus footage. It's still part of the main feature. Perpetrator is exactly who I thought it was. Dad? Dad? Come on, boy, or it'll be too late. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deadly Premonition Part 27. Jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit von Agent York, nachdem er niedergeschlagen wurde durch Thomas. Er hat eine Traumsequenz, in der er hinter seinem Vater hinterherjagt. Und der Vater fordert ihn dazu auf, ihm zu folgen. Machen wir das doch einfach mal, ne? Auch wenn es lustig aussieht. Ich weiß nicht, wohin das führt. Aber wir werden vielleicht, ja, eine weitere Erinnerung von Agent York. Come on, boy, or it'll be too late. Nachempfinden. Okay. Okay, hinter uns erscheinen immer wieder neue Ranken. Ja, okay. Das ist dieses bekannte Geräusch. Aber ich glaube, wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Wo immer er hingeht. Die meisten Bäume hier sind einfach flache Texturen, wie man sieht. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber ich glaube, damals hat man das gar nicht so wahrgenommen. Dad? Dad? Come on, boy, or it'll be too late. Kommen wir zu spät? Ja. Wozu zu spät? Ein sehr langer Weg, muss man sagen. Und jetzt ist er plötzlich weg. Okay. Einfach mir nichts, dir nichts verschwunden. Der Vater von Agent York. Ah, da vorne ist irgendwas zum Leben, wie es aussieht. Dad! Come on, boy! Wir können auch nicht vom Weg abweichen. Ah, man muss auf dem Weg bleiben, leider. Kann ich einfach querfeldein, um ein bisschen abzukürzen. Da sind wir auch relativ schwerlos. Na, ich wette, das ist ein besonderer Gegenstand. Obwohl, der wäre ja rot markiert eher, ne? Und nicht von einem bläulichen Schimmer umgeben. Eine Spickkarte. Brian Zander Morgan. So hieß schon mal der Vater. Dad? Dad? Come on, boy! Or it'll be too late! Ja, so weit, so gut. Aha, sind wir am Ziel. Zumindest geht's nicht weiter. Der Weg nett. Are you okay?
Oh, Gott. Hm. Die ganzen Mordopfer. Diane, Carol, ah, Kaysen, okay. You are waiting here for someone, aren't you? The person you are waiting for will be here soon. Sorry, my dear, I must have fallen asleep. That's enough napping for today. Tell me the rest of the story. Yes, of course. That was our promise, wasn't it? Before I continue on, though, I've got a little gift I want to give you. Wow. It's pretty. Consider it a protective charm. Like a signpost. It will help to lead you through your life. A signpost? One day, my dear, you will find out one of the truths of this world. That the world is filled with contradiction and inequality. When that day comes, how you respond, what you do, that will be the instant that determines the value of your life. This pendant will show you the way in that moment. The value of my life? Yes, dear. The value of your life. I have faith that you will grow up into a woman who can make the right choices. Do you understand, Emily? Großvater von Emily, der eine frappierende Ähnlichkeit hat mit Agent York, ne? Das sind doch alles keine Zufälle. Und ich denke mal, Emily sieht seiner Mutter sehr ähnlich. Also die, der Mutter von Agent York. Und Agent York ist natürlich jetzt gefesselt. We come toward the climax. As the angel said, I was soon fated to meet him. What do you think of those dreams, Zach? So I do care for Emily. What about you? We should take this opportunity and talk about this a bit. Cool. If I hadn't seen Yor come into the bar, well, you wouldn't have found this place, would you? Now how about that? I guess I've always been lucky when luck was needed. That's why I've been able to stay in business, too. Although we have Willie to thank for finding this room, I suppose. He's got a great nose. Clever, too. He'd be a great businessman if he wanted to be. I owed you guys one anyway. And I owed York big time, too. You guys didn't tell anyone about that whole thing with Diane. I want to help you guys out. Is there anything I can do? Kaysen, I appreciate the offer. But this is a police matter. You can leave everything to us from here. Oh, well, okay. George, look. These cigarettes. They're the same brand that York smokes. He's definitely been here. Carol's been missing since the bar closed last night. This town will be deserted if this keeps up. Think is really happening here in Greenvale. Emily, let's focus on looking for York.
I just hope there are more leads than a cigarette butt around here. Hey, Willie, of course! You can track his scent, can't you, boy? What do you think, officers? Let him help you out, why don't you? Oh, he'd make a fine police dog. I told you, we don't need... Sounds good, Kaysen. We need all the help we can get. Come on, George, let's let them help us. But they are civilians. Do you have a better plan? As we speak, York might be... All right. Let's have them help. Thank you, George. But one thing. With York missing in action, I'm back in charge. And York would give me hell if something bad happened to you guys. So promise me you'll call for backup at the first sign of danger. Yes, of course. I think we're missing something here. So I'm going to look around a bit longer. You go with Kaysen and follow York's trail. Thank you, George. We're counting on you, boy. Welcome to the force, Deputy Willie. Aber, ja, anhand der Erzählung von Harry haben wir gesehen, dass eine dem Kaysen ähnliche Gestalt zumindest involviert war, ne, in die Geschehnisse in Greenvale. Also, keine Ahnung, wie das einzuordnen ist, aber der Kaysen andererseits ist viel zu jung. Also der müsste deutlich älter sein, dann könnte man ihm das wahrscheinlich ja so ein bisschen zuordnen, ne? Aber ich weiß es nicht, vielleicht war es auch nur ein Verwandter von dem. Kann ja auch sein, ne? Genauso wie ja von Harry ein Verwandter involviert war, ne? Als Raincoat Killer sogar höchstpersönlich die Leute abgeschlachtet hat. Aber auch der aktuelle Täter, das ist ja der neue Raincoat-Killer, muss ja nicht der Vater sein von Harry. Ne? Das haben wir ja auch schon soweit erörtert. Ja, aber ob das jetzt der Thomas ist, weiß ich nicht. Oder ob Thomas einfach nur ein Handlanger ist. Ja, wir werden es hoffentlich in dieser Folge noch erfahren, Leute. Wenn nicht, dann in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall. Also langsam scheint sich ja, dann ein Bild daraus zu ergeben. Ein vollständiges Bild aus diesen ganzen Puzzles, die wir inzwischen gefunden haben. Ja, das ist wieder eine dieser wahnsinnig langen Ladezeiten, ne, trotz meines aktuellen Rechners, der nun wirklich nicht langsam ist, ne. Ein Ryzen 9 5900X. Aber selbst da kann das Spiel keine bessere Leistung aufrufen. Let's get rolling then. Okay, I'm counting on you, Willie. Ja. Oh, not counting on me, though, are you? Sheesh. Sheesh. Okay, also jetzt dem Hund hinterherjagen. Der Gestalt von Emily ist ja geil. Ah, nicht, dass sie denn von hinten vielleicht eine von Kaysen übergebraten bekommt. Was für so eine Karte zu finden. Ah, ich muss jetzt dem Hund hinterher jagen. Die Mucke ist geil. Das hat doch was. Ob es auch einen separaten Soundtrack gibt zu dem Spiel? Vielleicht kann man den ja separat runterladen, wenn man das Spiel erworben hat. Habe ich noch nicht nachgesehen. Hey, where are you going? Deputy Willie, he's over here. Come on, hurry! Hä? Will er mir erzählen? Ich bin doch... Naja, wie auch immer. Kann sich nur um einen Fehler im Spiel handeln. Weil Emily jagt ihm ja permanent hinterher, dem Hund, ne? Aber Hunde haben wirklich erstaunliche Fähigkeiten. Also wenn ich da nur an den einen vermeintlichen Kannibalen denke, von dem sie ja zunächst nur Knochen gefunden hatten, ne?
also Knochen des Opfers, des Kannibalen, ne? Und ein Leichenspürhund, der hat dann die Fährte aufgenommen, hat die Polizei direkt zur Haustür des Täters geführt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Kilometer weit ist der Hund mit den Polizisten da durch die Prärie gehetzt, wenn man so will. Also ganz erstaunlich, ja. Nur anhand des Hundes haben die das herausgefunden. Kann man sich bald gar nicht vorstellen, aber ja. Tiere haben wirklich erstaunliche Fähigkeiten. Also niemand macht der Nase eines Hundes etwas vor, ja? Dem hervorragenden Spürsinn. Da haben sie Menschen wirklich einiges voraus. Oh, und nun? Warum ist da jetzt ein Pfeil? Verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen entfernen von dem Hund. Nee. Wir müssen Cason erstmal vorlassen. Der spornt ihn anscheinend an. Als Herrchen natürlich. Und der Hund weiß natürlich, was er von seinem Herrchen erwarten kann. Ne? Sei es auch nur ein paar Leckerlis oder so. Ne? Insofern wird er natürlich auf sein Herrchen insbesondere höheren als auf jeden anderen. Denn bei anderen Menschen weiß er natürlich nicht, was er zu erwarten hat. Ne? Das Tier hat andere Erfahrungen gemacht. Spielt ja natürlich auch immer eine Rolle, ne? Aha, okay. He can be a little selfish, but he's a good dog. He stayed with me all this time, through all the good and the bad. How long have you been together? Oh, we go back a long time. I can't even remember a time when he wasn't around. I had a dog when I was small, too. He was a beagle, so we named him Bee. Beagle. Stupid name, I know. He hated being left alone and always followed me around. I could tell him anything, even things I couldn't tell my parents. He'd look into my eyes and listen intently to anything I had to say. It's like he sympathized, and he didn't make fun of me. He would just listen. When I was done talking, he'd put a paw on my thigh. My worries just faded away when he did that. Made me feel like I was just a fool for worrying so much. Dogs are great that way. Oh, yeah. Sometimes I think they got a lot more wisdom than us humans. Even if they are betrayed, well, they don't see it that way. Sure sounds foolish, but you know dogs, why, they're always happy. I'm positive that even if man perishes off the face of the earth, dogs, why, they'll just carry on, regardless. They see everything, you know. From their dog houses, they look out and they see what humans do. Cason. Oh, look, Deputy Willie's calling for us. He's always like that. Let's get back to the chase. Oh, jetzt heult er sogar. Na denn, nichts hinterher. Gott, wo haben die denn Agent York hingebracht? Also, falls es sich um mehrere Täter handeln sollte. Wovon ich einfach mal ausgehe. Ich glaube nicht, dass es nur einer ist. Also, nicht ein Thomas. Ah, okay. Jetzt wird geladen. Alles klar, bin mal gespannt. Ah, jetzt sind wir wieder in der Rolle von... Ah, okay. Thomas, I know that you're there. Your disposition is not of my concern. But you do need to stop this. Untie me. Let me go. Right now. And you and Carol should take off. Go as far away as you can. Open a bar or a diner in a new town. With your cooking, I know you do well. Why, thank you, York. You're so kind. Unlike him. If I had someone like you, things may not have come to this. York, have you ever been in love with someone? Thomas, a long time ago, I witnessed two people that I really cared about die. Both pretty much at the same time. And since then, I've tried not to care about anyone so deeply. But recently, that way of thinking has changed. Emily, right? She's a nice girl. But I must warn you, York, you'd be better off not falling in love with her. Thomas. Kann man sich nicht aussuchen.
Considering the circumstances, whatever I say might not be important to you, but I'll say it anyways. Don't you dare touch Emily. York, I think I've said too much. It's natural to respond when someone talks to you, I guess. Everything will end tonight. You just stay there until then. Aber er hat auch nicht das Zeichen auf dem Rücken, oder? Nee, er hat nur ein Herz auf dem Rücken. Ein durchstochenes Herz. Wahrscheinlich ein Pfeil, aber das hat man jetzt schlecht erkennen können. Also, ja, wie von mir vermutet, er ist nicht der Rincon-Killer. Ich glaube es einfach nicht. Es würde mich überraschen, wenn er das wäre. Ich glaube es nicht mehr. Also eigentlich habe ich es auch nie wirklich geglaubt. Der liebt den wahrscheinlich. Das kann ich mir schon vorstellen. Er liebt den Raincoat-Killer und ist ihm deswegen vielleicht hörig. Aber er ist es nicht. Das denke ich nicht. Tja, und er liebt ihn anscheinend ein bisschen zu sehr. So sehr, dass er dessen Taten verdeckt sogar. Ne? Offen. Jetzt sind wir beim Sheriff's Department angelangt hier. Soll ich jetzt speichern? Ich glaube, es ist Quatsch, oder? Das Spiel wird automatisch speichern. Können wir Casen rein? Nee. Okay, weiter geht's. Ich hätte speichern können, ja, aber ist unsinnig, denke ich. Also sowieso bei jedem Checkpoint speichert. What's wrong? Something's bothering you. Oh no, it's just I promised to have tea with Polly. I just remembered. What's that got to do with anything? Yep, you're right. This just isn't the time, I know. But it's well, she reminds me of my mother who passed away. Kaysen. I've been a salesman for a long, long time. I never had time to talk with my mother, you know. Sales, they were the thing for me. No matter what happened, this was more important. So even when she was sick, I put more energy into my work, which I regret now. And you know, when I heard she died, I was on my way home, all happy. I closed a big deal in Jersey. Just when you want to give something back, you got no one to give it back to. Well, that's when I met her, Polly. I thought heaven had given me another chance. I really did. So I always stay in that hotel whenever I come up here. Oh, sure, the rooms are great, but in all honesty, I go there because I want to talk with Polly. Does Polly know all this? No, no way. I'd never say anything so embarrassing to her. She'd think I've got some crazy mother complex or something. Das könnte sein, ja. Oder auch nicht. Right, vielleicht würde sie ihn noch verstehen. Deputy Willie disapproves of any chit-chat. I'll make it up to Polly some other time, I guess. Oder Polly weiß das schon längst. Oder ich renne einfach zu dem Punkt da. Dann kann man das hier vielleicht so ein bisschen beschleunigen, das Ganze. Aha, okay. Wieder meine Ladezeit. Schade, dass die wirklich so lang sind, ja. Also, oh nein. Zack, I'm hungry, but I can't do much about that at the moment. Thomas is certainly a great cook. It's a shame to keep his cooking hidden out here in the countryside. Don't you think so, Zack? Which reminds me, there's another
great cook in town. To fall in love with her would mean that I would need to love her cooking, too. Why does God test us so, I wonder? That coffee she made. Man, did that pack a punch. I wish you could have tasted it, Zach. Ja. Das träumt er von Emily mal wieder. Stillt den Hunger ein wenig. Wie passend. Ja. Ja. Vielleicht hat er uns unseres ganzen Inventars beraubt, ne? Der Turm ist, das kann natürlich sein. Aber die Sequenz war jetzt zu kurz. Also die Sequenz war kürzer als die Ladezeiten hier. Ah, das raubt dem ganz leider so ein bisschen die Dynamik, ne? Hochwertiges Rindfleisch. Jetzt kriege ich wirklich langsam Appetit hier. Auweia. Ah, ich möchte wenigstens zwei Folgen am Stück aufzeichnen. Kann danach immer noch essen. Der seltene Fisch stillt den Hunger gut. Katzenwels. Der rote Ladebildschirm aus der Hölle. Ja, solange es schafft, immer noch zu laden, ist ja okay. Ohne dass das Spiel abstürzt. Ich will es jetzt auch nicht beschreien. Nee, es läuft immer noch weiter. Super. Immerhin. Aber ja, der Casey, der hält ganz gut mit, ne? Dafür, dass er so, also ein bisschen untersetzt ist, ne? Ah, oh Gott. Ist im Auto. Na, stimmt, der wird natürlich ein Polizeiauto benutzt haben, ne? Thomas. Um Agent York zu entführen. It's only a hunch now, but I don't think Nick killed Diane. Nein, das denke ich auch nicht. Me and Diane, we were, you know, pretty close. I'm sure some people might have moral issues about it all, but I'd like to think that I knew her pretty well. Every time we finished talking, she'd bring up art. I'd make a face, you know, boring. And she'd always say, "You're so different from Nick. He's so much more intelligent." Sounds like something she'd say. Nick was one of the few people who she could talk to, you know. And vice versa for Nick, I suppose. Diane also told me that she was best friends with Nick. He'd have nothing at all to gain by killing her. I can't believe that one would try to kill the other. I just can't. But even the best of friends can end up in the worst fights. Still, the voices and footsteps I heard that night, they were something else. Much more violent, more horrifying. Diane's voice sounded different, too. Different. Hard to explain. Of course, I couldn't make out what she was saying. You told York all this? Of course I did. What did he say? I know, that's fine. Something like that. Let's go then and catch Diane's killer. Tja, versuche ich ja die ganze Zeit, aber irgendwie kommen wir ja nicht so richtig voran. Ah, zumindest der Hund versucht es. Irgendwie sieht das Spiel auch so aus, als hätte es noch zur PS2-Ära, Ära erscheinen sollen. Also gerade manche Texturen hier, da hätte es nicht wirklich eine Xbox 360 für gebraucht, glaube ich. Geschweige denn ein PC, ne? Keine Frage. PC war ja damals der Xbox schon deutlich überlegen, ne? Zach, about Emily, don't you feel almost nostalgic looking at her? I don't think I've ever felt that way looking at a woman before. No, I'm wrong.
It's a long time ago now, though. Do you remember that incident, Zach? Anyways, I was very surprised when she came to my hotel room. Not in a funny way, don't get me wrong. It was really exciting, though. I thought I heard my heart thumping inside, you know? It's inappropriate during an investigation. Right, Zach? Ist ja eine Kollegin, ne? Also ist ja eigentlich ganz natürlich, dass man sich auch mal in seine Kollegin vergucken kann, ne? Also viele Beziehungen nehmen ja gerade auf Arbeit ihren Anfang, ne? Also insofern ist das jetzt nicht weiter verwunderlich oder außergewöhnlich oder ungewöhnlich. Die Puppe habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht kann man die irgendwo käuflich erwerben oder so, ne? In einem Souvenirshop oder so, könnte ich mir vorstellen. Zumindest in Teil 2 gibt es ja sowas, ne? Da gibt es so eine Art Souvenirladen. Auch ein lustiges Spiel. Ich glaube, Teil 2 ist sogar besser. Also technisch jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn denn nur geringfügig. Aber ja, hat nicht diese wahnsinnigen Längen, ne? Also abgesehen mal jetzt von den Ladezeiten, die natürlich der Technik geschuldet sind. Aber ja. Es wirkt ein bisschen straffer so, ne, vom Erzählstil her. Ich hab's ja zumindest schon mal angefangen auf der Switch so ein bisschen zu zocken. Boah. Aber das hier ist natürlich total unausgegoren, ne? Diese endlose Sequenz, diese langen Ladezeiten dazwischen. Eieiei. Das macht's natürlich nicht gerade interessant. Oder spannend, ne? Da driftet die Spannung mehr oder weniger ab in, ja, in Langeweile, sag ich mal, ja. Und das ist ja ein K.O.-Kriterium, ne, für ein storygetriebenes Spiel eigentlich. Also selbst wenn die Auflösung noch so krass ist, ja, muss dann schon wahnsinnig ein Aha-Effekt sein. Damit man hier wirklich mal überrascht ist, ja? Deputy Willy, he's over here. Come on, hurry. Hey, ich renne ihm doch die ganze Zeit hinterher. Ich bin viel schneller als du. Also irgendwas, ja. Aber schneller rennen kann ich ja nicht. Oder kann ich ja auch noch Sirene aktivieren? Ne. Ich kann maximal ein bisschen abkürzen und bleib so näher dem Hund auf der Fährte. Oh, jetzt führt der Weg aber außerhalb. Aber das gehört ja alles noch zu Greenware, ne? Das führt uns außerhalb der Ortschaft weiter hier. Zu den Gleisen. Hier sind da die Gleise, ne? Ja. Gucken wir mal, ob hier ein Zug fährt. Ja. Are you close to the Ingrams? No. I mean, well, I always say hi when I see them at their store. Don't you think they make a wonderful family? I guess so. Including Jim, I suppose they do. Indeed they do. The ideal family, I'd say. You know that I look after Isaac and Isaiah pretty often, right? They talk a lot when I take them out. Yesterday, Mama and Papa, and this morning, Grandpa. Always about their family. Just listening to him makes me feel so happy. I don't have any brothers, you know. Maybe I'm a little jealous of those two. That's why when I come here, I always pay them a visit. Greenvale is really like a second home to me. I can tell. Deputy Willie's calling again. Enough about me. Let's get going. Aber er kommt nie zu einem Ergebnis. Oh, nein, Leute. Okay. For some reason in the darkness, I see Emily's face. When I first met her on the bridge, she looked so dignified. And that glimmer in her eyes when she argues every word I say. Oh, so. Her blonde hair lit by the dawn. Eating steak at the diner, giving me directions in the car, the horror on her face in the gallery, and that coffee she made, and it's like she's a
goddess in a tight dress. Zach, let's pray that she doesn't become a real goddess. Mhm. Ja. Mach dir erstmal um dich selber Sorgen, würde ich mal sagen, ne? Das ist ja jetzt eher eine unmittelbare Gefahr. Weniger Emily. Oh Gott, ist schon spät. Ah, Leute, okay, dann würde ich mal sagen, mache ich mal Schluss an der Stelle. Also denn, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Eschak. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in Norden da. Bis dann.